Einen gar wunderschönen guten Morgen. 7:02, es hat minus 3 Grad. Und das Artim bzw. die Bastel-Wastel-Vereinigung, Kiki und ich, egal wie ihr uns nennen wollt, wir fahren heute nach Bayern. Zum Tony. Vom Tony von Bavaria, weil der hat eine Filamentmanufaktur. Und ich möchte ein cooles Video mit euch machen und euch zeigen, wie man Filamente herstellt. Beziehungsweise habt ihr ja in sämtlichen Gruppen geschrieben, welche Fragen ihr den Tony habt. Und die werden wir ihm heute so viel wie möglich zumindest stellen. Aber jetzt heißt es mal Eiskratzen, 200 Kilometer fahren und irgendwo noch einen starken Kaffee trinken. Ja, das wird heute so eine Art Videoblog. Ich habe hier meinen Camcorder dabei, der ist 120 Jahre alt. Falls ihr nostalgische Aufnahmen heute kriegt, dann ist es so. Es wird wahrscheinlich viel gequatscht, es wird ein ewig langes Video, aber ich will euch nur mal vorwarnen. Aber jetzt freue ich mich mal erstens auf die Kiki und zweitens dann auf den Toni. Wir sehen uns, wenn ich angekommen bin. So, jetzt bin ich in Freilassing angekommen und da ist die Kiki. Guten Morgen. Das ist die Admin-Kiki. Jetzt habt ihr endlich mein Gesicht zum Namen. Und jetzt sind wir 5 Minuten vom Ton entfernt. Dann schauen wir da jetzt mal hin und räumen dem mal die Bude aus, oder? So machen wir das. Filament ohne Ende. Es wird ein Traum. Es wird ein Träumchen. Jungs und Mädels, liebe Freunde des 3D-Druckwarens und vor allem der Filamentherstellung. Hallo und herzlich willkommen, jetzt ganz offiziell. Lieber Toni, danke für die Einladung. Und die Kiki habe ich euch schon vorgestellt, aber die ist jetzt auch mit dabei. Und Leute, ihr habt uns im Discord, auf Facebook, auf YouTube ganz viele Fragen gestellt, die wir den Toni weiterleiten sollen. Wir werden aus den unzähligen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, einfach ein paar rauspicken und einfach mal schauen, dass wir so das ganze Video füllen. Der Willi fragt, forscht ihr auch an neuen Materialien? Forschung, ja, natürlich. Wir sind immer interessiert, also an neuen Materialien. Derzeit geht halt die Produktion vor. Sobald es wieder ein bisschen ruhiger wird, dann haben wir wieder Zeit für Entwicklung, neue Materialien, neue Farben. Die stellen sich das auch recht einfach vor. Das ist ja ein langwieriger Prozess, oder? Ja, natürlich. Man muss produzieren, man muss testen, man muss schauen, ob das ankommt. Und das ist derzeit in der Hauptsaison nicht drin. Wir müssen unterscheiden zwischen, du produzierst eine neue Farbe, für PETG zum Beispiel, genau. Oder du machst ein komplett neues Produkt, ich sage jetzt mal mit Metallanteil zum Beispiel drin. Ja. Das ist, glaube ich, einfach, wie lange braucht man für eine neue Farbe? Neue Farbe müssen wir beim Lieferanten anfragen, ob er es nachstellen kann, aufgrund von Reihennummern. Wenn er das nachstellen kann, meistens können sie das. Da dauert dann ungefähr die Lieferzeit zwischen 2 und 3 Wochen. Und ein neues Material? Bis man die neue Farbe bekommt. Neues Material ist natürlich wieder schwieriger, weil da müssen wir das Material erst einmal finden, der dazu passt. Dann müssen wir auch wieder anfragen, ob das Material verfügbar ist, ob das nicht verfügbar ist. Das dauert. Das dauert alles. Es ist alles im Bereich so, bis wir die Materialien bekommen, zwischen 3 und 4 Wochen. Boah, okay. Und dann müssen wir sie ja produzieren, müssen wir schauen, ob es zum Produzieren überhaupt geht. Und wenn es produziert ist, müssen wir es austesten. Natürlich mit dem Drucker. Das ist das Nächste. Nur weil man jetzt
eine Filamentrolle gespult hat, heißt das noch lange nicht, dass sie mit allen Materialien, mit allen Druckern funktioniert. Genau. Und vor allem, ihr müsst ja, ihr gebt ja im Prinzip die Hinweise, mit so viel Pad-Temperatur oder mit so viel Drucktemperatur arbeiten, Fluss manchmal vielleicht sogar auch, ja. Also das muss ja auch, es muss ja für jedermann verarbeitbar sein, genau. Oder? Ja. Weil ich denke, es gibt viele Materialien, die kann man verarbeiten, aber man muss halt wirklich tief in die Materie so in den Slicers reingehen, dass das halt auch richtig passt, mit Lüftung und allem drum und dran. Und dazu, wie gesagt, nebenbei müssen wir auch noch produzieren. Was natürlich ein Vorrang hat. Natürlich, ihr wollt ja zu Hause alle ein paar Material genau. haben. Genau. Das Thema Repro-Rollen ist ein Riesenthema gewesen. Darf ich dich da fragen? Dieses Refill-Filament, ja, ist ein Thema. Ich werde auch selber oft gefragt, ob wir das haben, ob da was in Planung ist. Es ist was in Planung. Wann das natürlich jetzt zustande kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das ist aber, wir stehen mit unserem Spulenlieferanten zum Beispiel in Kontakt. Wir haben jetzt auch neue Sachen entwickelt. Dann bekommen wir demnächst dann auch Testrollen, die ähnlich sind wie die Bambu-Leprollen, die auseinanderbauen. Ja. Und wenn das dann der Fall ist, dass wir die Muster haben und Zeit haben, Zeit ist halt der große Faktor. Zeit ist der größte Faktor. Dann versuchen wir natürlich das auszutesten und wenn das klappt, dann werden wir auch natürlich in diese Refill-Rollen angehen. Weil das war bis jetzt eher kleines Thema mit dem Refill. Aber seitdem Bambu-Leppert auf dem Markt ist, kommt das immer mehr mit dem Refill. Ja gut, Nachhaltigkeit ist ja sowieso auch für viele ein Thema. Genau. Aber wo Nachhaltigkeit, hier wird gefragt von Thorsten, ob ihr Filament in Holzoptik machen wollt. Ja, wollen tun wir viel. Da sind wir wieder bei der Produkt, bei der Entwicklung. Genau, oder? Genau. Also aktuell haben wir mit unseren Mammutfilamenten relativ, geht relativ gut. So, Holzoptik, das ist schwierig. Was nimmt man da her? Direkt Holz mit einarbeiten? Wie gesagt, das ist wieder wie bei der ersten Frage. Ja. Austesten, probieren. Und das funktioniert halt nur hauptsächlich im Sommer, wenn die Saison da ist. Für mich ist es so, ich habe Holzoptik schon getestet, du glaube ich auch. Ja. Am Ende des Tages kommt nur was Braunes raus. Ja, ist halt die Frage, was dann drin ist. Viele gehen ja hin und was ich halt weiß, tun richtige Holzstaub rein. Genau. Aber das ist dann immer noch Holzstaub. Es riecht auch so ein bisschen. Ja, von Verarbeitung her riecht es natürlich. Aber am Ende des Tages, du hast ja keine Maserung, ja. Du hast keine unterschiedlichen Farbstrukturen, wie Holz halt hat. Also eigentlich hast du nur was Leichteres, weil es wesentlich leichter ist als Kunststoff und hellbar. Ja. Ich glaube, da gehen die Vorstellungen der Leute auch ein bisschen von der Realität weg. Die denken sich, das sieht nachher aus wie geschnitzt. Ja, ne, du tust es überhaupt nicht. Ja. Genau. Das sieht es eben nicht. Also, es und zu bemalen ist es schwierig, weil es extrem saugt. Mhm. Ja. Und da ist die nächste Frage dann, wie trocknet man das? Das muss man ganz anders trocknen als normales PLA wahrscheinlich, oder? Mit Sicherheit. Das ist wie ein Schwamm, oder? Meine Vermutung ist einfach, dass um die richtige Holzoptik zu kriegen, das aussieht wie geschnitzt, musst du wahrscheinlich mit Holzfasern arbeiten oder mit Holzspänen. Und das wird dann wahrscheinlich schwer möglich sein, das zu produzieren, dass es das auch sich in Kunststoff mit einbindet. Ja gut, du musst ja Leerhaftung bzw. überhaupt die Materialhaftung in sich muss ja gegeben sein. Ne? Eine ganz technische Frage, mit welcher Temperatur wird das Filament bei euch aufgespult? Kalt. Kalt? Kalt. Also kalt, Raumtemperatur heißt kalt, ja. Oder? 24 Grad ja. Oder so? Okay, aber ihr müsst ja, nachdem ihr, also kannst du mal kurz den Prozess erklären, wie überhaupt Filament entsteht? Was musst du machen, dass am Ende des Tages eine Rolle rauskommt? Wir haben unser Grundgranulat, ja. Zum Beispiel jetzt PLA-Granulat. Das ist durchsichtig oder weiß? Oder? Das ist Naturfarben. Ja. Dann wird eine Mischung gemacht, wir haben unsere Rezepte. Den Rezepte bleiben natürlich. Natürlich gar nicht. Nein, natürlich. Und dann wird es extrudiert. Das heißt, das Grundgranulat, dazu kommt dann diese das Masterpatch, oder wie man das genau, nennt, oder diese Farbe. Farbpatche und ein paar weitere Zusätze. Und dann wird das extrudiert, beziehungsweise aufgeschmolzen durch den Extruder, durch die Schnecke nach vorne befördert, dann kommt es vorne raus, wird abgezogen, durch Wasserbad abgekühlt. Und hinten dann auch bei uns zumindest so auf großer Spulen aufgewickelt
Und dann wird es danach abgewickelt auf Kilostrom, 200 Kilo oder 5 Kilostrom. Das heißt, du hast ziemlich viele Handgriffe, bis am Ende des Tages eine komplett verpackte Rolle dastehen würde. Mhm. Also ihr müsst dann die großen Rollen abspulen auf kleine Rollen, mhm. dann einschweißen und halt... Ja, erst trocknen. Also erst trocknen, erst genau. Trocknen. Also die kommen in den Ofen rein, oder? Mhm. Die werden umgespult auf Kilo, dann kommen die in den Trockner rein, werden getrocknet, dann kommst du wieder raus. Dann werden sie eingeschweißt, einkartoniert, eingelagert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt bitte 20 Rollen oder sagen wir 50 Rollen, einfach eine größere Menge, mhm. an PLA-Apfelgrill. Mhm. Kriegst du das jetzt einfach so schnell hin oder ist das schon etwas, wo man sagen muss, ja Moment mal, wir haben ja einen Plan, was wir alles mhm. produzieren quasi mhm. pro Woche oder so. Ich werde dahinter reingereiht. Oder ist es so, dass du sagst, ich muss Maschine reinigen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ist es schwierig jetzt von Schwarz zum Beispiel auf Apfelgrün umzustellen? Ja, schwierig nicht. Es kommt halt immer darauf an, auf die Maschinenbelegung aktuell. Also wir sind schon relativ flexibel, was das angeht. Kommt natürlich darauf an, wie gesagt, Maschinenbelegung, was gerade läuft, ob das jetzt aktuell Bestellware ist, was gerade läuft, nicht, dass es abarbeiten muss oder ob das jetzt einfach nur zum Lager auffüllen ist. Wenn jetzt die Maschine belegt ist mit Lagerware, dann können wir das natürlich unterbrechen. Mhm. Dann sagen wir, okay, es läuft zum Beispiel schwarz. Dann müssen wir natürlich danach eine Farbe finden, wo wir es leichter umfärben, damit wir nicht so viel Verlust haben. Von Schwarz jetzt auf Apfelgrün Metallic umzufärben, dann haben wir wahrscheinlich 2, 3, 4 Kilo Verlust. Das heißt, weil im Trichter, in der Schnecke überall noch Schwarzanteil genau, drin ist. Genau. Also du färbst besser auf, ich sage jetzt Weinrot um. Oder am besten funktioniert das Umfärben mit, also bei uns mit Testgrau oder Silber. Dann bringt man das Schwarz am schnellsten raus. Und von dem Farbton fährst du dann auf einen helleren genau. oder auf genau. Okay. Ich werde von. Somit wird die Maschine nicht. Muss nicht komplett gereinigt werden, sondern die läuft ständig durch. Mhm. Und dann gibt es halt auch diese Umspulrollen zum Beispiel von euch, genau. oder Umfärbespulen, wo zwei Farbtöne drauf sind. Genau. Aber die sind relativ ähnlich meistens. Die sind dann meistens ähnlich. Ja. Ja. Produktion bei 50 Kilo ist an einem Tag erledigt, einen halben Tag. Kriegt man hin, oder? Das kriegt man hin. Das, was dahinter dann kommt, das dauert dann nochmal ein, zwei Tage, bis es umgespult ist, bis es getrocknet ist. Wie sieht es denn bei Farbwünschen aus oder mit Farbwünschen? Sagen wir mal, mhm. es kommt ein Kunde und hat irgendein Muster, irgendwas und sagt, ich hätte gerne daraus ein PLA in dem Farbton. Ist sowas machbar? Das ist machbar. Und wenn ja, wie viele Rollen müsste derjenige denn abnehmen? Mhm. Das ist machbar, wie wir schon davor gesagt haben. Es ist dann, müssen wir anfragen beim Lieferanten, mhm. ob er es nachstellen kann. Am besten ist immer eine Rollnummer. Jetzt direkt zu einem Farbmuster. Machen wir wieder Werbung für Matthias. Wenn er jetzt sagt, kommt und sagt, hat bloß so ein gedrucktes Teil und sagt, er braucht jetzt dieses Grau. Das ist uns jetzt relativ wenig, weil es sehr schwierig ist, genau den Farbton zu treffen. Am besten ist eine Reihennummer aus einer Karte. Dann können wir beim Lieferanten anfragen, können die diese Reihennummer nachstellen. Meistens, wie gesagt, geht das. Es ist fast jede Farbe möglich. Doch. Mindestabnahmemenge dann bei solchen Sachen sind 10 Kilo. Oh, das ist aber fair. Das ist wenig. Ich finde das viel zu viel. Ja, da hätte ich mir auch mehr gedacht. Das heißt aber, du kriegst dann von dieser Firma einen Pottich mit, ich sag mal, ein Kekiz. Genau. Pink haben will mit dem Pink dort, ne? Genau. Pink was, ne? Ja, genau. Und du weißt von deiner Firma, bei der du das Pink bestellst, mhm. in welchem Mischungsverhältnis du das mhm. zugeben musst. Mhm. Und am Ende des Tages kommt dann ihre Reihennummer raus. Genau. Und wie sieht es da bei matt aus? Es gibt ja glänzende Farben mhm. oder auch matte Farben. Heißt das, du hast ein anderes Mischungsverhältnis? Mhm. Oder werden die mit einer anderen Technik produziert? Nein, es ist ein anderes Mischungsverhältnis, es ist ein anderes Rezept. Das heißt, du hast einfach noch Zusatzstoffe drin, wie genau, mattieren zum Beispiel? Genau, oder ein Mattierungszusatz drin, der das matt macht. Durch das verändert sich auch dann die Dichte vom Material. Also ich wollte gerade fragen. Bei unseren Mattierungsmitteln, da hatten wir ja gleich im Discord, glaube ich, so eine Diskussion, gell? Und der hat mich auch angeschrieben, ich habe mir das dann auch erklärt, an was es liegt. Weil dieser Mattierungsmittel, was wir haben, der verändert die Dichte vom Material, also das Material wird schwerer. Hm? Durch das lässt natürlich auch weniger Licht durch. Beim weißen Seidenmatt zum Beispiel. Der lässt natürlich viel weniger Licht durch, dann ist das Seidenmatte eher weniger für Lithophane geeignet, wie das normale Weiß.
Da kommen wir aber gleich zur nächsten Frage, was ich gesehen habe. Wegen Filamentlagerung. Wie soll man euer Filament am besten lagern? Gehen wir jetzt mal von PETG aus. Am besten gedruckt. Also Leute, schnell alles verdruckt. Aber die interessante Geschichte ist, es ist so ein bisschen, was war zuerst da, die Hände oder das Ei, aber warum wird ein Filament spröde und bricht, aber ein 3D-Druck nicht? Was ist der Unterschied? Ist es einfach kompakter? Ja, gehen wir davon aus. Ja. Nee, aber ganz im Ernst, euer PETG, die idealen Voraussetzungen zum Lagern, also wir gehen jetzt mal nicht von Jahren aus, weil das ist unsinnig. Man kauft, glaube ich, so etwas nicht auf Bestellung auf 3-4 Jahre, sondern man würde es vielleicht in den nächsten Monaten gern drucken wollen. Aber da soll man dann doch schauen, dass die idealen Bedingungen sind. Ist sehr filamentabhängig, also materialabhängig. PLA ist jetzt nicht so dramatisch zum Beispiel, wenn das mal offen liegen bleibt. Natürlich jetzt nicht ein halbes Jahr lang. Weil irgendwann einmal hat PLA auch mal Feuchtigkeit aufgenommen, das ist klar. Braucht aber nur um einiges länger. Bei PETG ist unser Tipp immer, wenn der Druck fertig ist und man braucht das PETG nicht sofort, raus aus dem Drucker in den Zipbeutel rein. Vakuumisiert oder einfach reicht es nur in den Zipbeutel? Also wenn man es jetzt sagt, ich brauche in den nächsten 2 Tagen das Material wieder, reicht es in den Zipbeutel vollkommen aus. Wenn man es jetzt länger nicht mehr braucht, wenn man 1-2 Wochen, dann wäre es vakuumisieren natürlich besser. Und mit diesen Silikakugeln? Ja. Viel bringen die nicht, vor allem diese 2 Gramm Päckchen. Aber man kann es mit dazu geben, ja. Hast du so eine Kiste mit Silikakugeln drin? Ich habe mir das mal ganz am Anfang gebaut. Eine Trockenbox. Aber die auch mit Hitze trocknet? Nein, ich habe die IKEA. Ja. Ich habe diese IKEA-Box mir gebaut und habe da diese Kühlchen unten auf dem Boden drin. Ja, ja. Na, ob es wirklich was bringt oder nicht, ist, glaube ich, so eine Glaubenssache. Ja. Ich meine, diese Trockenbox hingegen, die soll wirklich was bringen, ne? Die mit Hitze trocknen, meinst du? Die mit Hitze trocknen, ja, genau. Und da wäre nämlich jetzt auch meine Frage, empfiehlst du, wenn man ein Filament bekommt und man möchte es verdrucken, es vorher trotzdem einmal auf Nummer sicher zu gehen und zu trocknen und dann erst zu drucken? Kommt wieder aufs Material drauf an. Also aufs Material oder auf den Hersteller natürlich. Also ich kann von uns sagen, wir trocknen unser Material immer, bevor es überhaupt verpackt wird. Das heißt, das hat schon den richtigen Feuchtigkeitsgrad oder auch keinen Feuchtigkeitsgrad. Man kann, wenn die Spule, die man bekommen hat, eingeschweißt ist und der Beutel, was drin ist, nicht offen ist, das sieht man ja gleich, dann kann man es direkt verdrucken. Okay. Ich habe eine Frage in eigener Sache. Und zwar habe ich auf YouTube die Frage mal an die Leute gestellt, die mir beim Umwickeln oder Umspulen aufgekommen ist. Und zwar, ich habe von einer sehr kleinen, ich glaube 50 Gramm Rolle oder so, keine Ahnung, was da drin ist, 50 Meter Rolle, 250 Gramm, glaube ich, sind drauf, auf eine große umgespult. Mhm. Und dadurch, dass man das ja gegenspult, heißt das, ich nehme die große Windung und spule sie auf die kleine der Rolle. Mhm. Und am Ende des Tages habe ich auf der großen Rolle das Ende, ist das, was auf der kleinen Rolle am Schluss war. Mhm. Und dementsprechend habe ich eine extreme Spannung auf der ganzen Rolle. Jetzt sagt der eine, oder mir hat mir geschrieben, pass doch auf, du musst das wieder gegenspulen auf eine große Rolle, dass die kleine Windung auf der kleinen Seite der Rolle ist. Weil sonst hast du so viel Spannung und das Filament wird dir irgendwann mal brechen. Würde ich das jetzt in der Trockenbox mit Hitze geben, entspanne ich doch eigentlich auch das Material, oder? Ja. Also das wäre wahrscheinlich die idealste Lösung, oder? Mhm. Oder siehst du da eher kein, wird eine Heizung auch reichen, dass ich es einfach auf die Heizung lege? Ja, kommt drauf an, wie warm deine Heizung ist. Mit 25 Grad kommt man nicht weit. Nein. Ja. Nein, da brauchst du schon, also bei PLA brauchst du dann schon 60. Ja. Zwischen 50 und 60 Grad, damit sich das wieder entspannt. Damit es einmal das Filament die Form vom Spulenkern annehmen kann. Der Ron hat eine interessante Frage, die ich wahrscheinlich jetzt schon mit Nein beantworten kann, aber die. Nein. Ja. Ich denke es mir. Ron fragt, ob die Refit, also die RFID-Chips, bei Bavaria-Rollen irgendwann mal eingebaut werden. Für alle, die es nicht wissen, das sind die Chips, die im Prinzip von Bamboo Lab selber auf ihren hauseigenen Rollen eingebaut werden, dass der Scanner des AMS erkennt, welches Filament und welche Farbe drinnen ist.
Aber das ist halt eher was vom Bambulab, nehme ich mal an, oder? Es ist zwar eine schöne Sache, aber ich sage dann immer so, wo fängt man an, wo hört man auf? Natürlich kann ich jetzt diese LPG-Chips holen und die beschreiben. Ob dann das IMS meine Chips erkennt, ist was anderes. Und wahrscheinlich ist es auch eine kostentechnische Frage. Es ist eine kostentechnische, es ist eine Aufwandfrage. Ich glaube, die Parameter in den Slicer einzutippen oder in den Drucker einzugeben, geht viel schneller als mit dem Chip. Auch etwas, was ich jetzt wahrscheinlich schon mit Nein beantworten kann, aber ich bin gespannt, 2- bis 3-farbige Rollen. Also ein Farbwechselfilament. Nein, du. Nein. Nein. Geht es um die technische Umsetzung? Es geht um die technische Umsetzung. Ja, es ist mit unseren Anlagen nicht möglich. Okay. Es sind aber, glaube ich, was ich so informiert bin, auch ganz wenige Hersteller in Europa oder direkt in Deutschland, die auch sowas machen können. Zmück-Filament wäre cool. Das ist, ich lese die. Ja, Zmück ist im Prinzip wie RGB. Ja. Cyan, Magenta, Yellow und Kaffee Black, glaube ich. Mhm. Ja. Aus diesen Farbtönen kann man, wenn man normale Farbe hat, jegliche Farbe mischen, so wie aus RGB man jegliche Farbe mischen kann. Ich weiß nicht, warum das jemand möchte, aber er will bunte Liter Fahne machen. Und dementsprechend wäre es cool, wenn die Farben so nah wie möglich an das Zwick rankommen. Mhm. Gibt es Zwickfarben bei euch im Sortiment? Nein. Oder gibt es Vergleiche? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, nur weil das Filament zum Beispiel jetzt einen Magenta-Ton hat, ist es beleuchtet, ja wieder komplett anderer Ton. Ja. Also ist da schon mal ein Unterschied. Also ich glaube, du wirst, selbst wenn du Zwick-Filamente produzierst, bei Lithophanen auch nicht das perfekte Ergebnis erzielen. Nein, wahrscheinlich nicht. Er schreibt aber, dem Bambuzeug traue ich nicht. Ja, zu Recht wahrscheinlich. Also rein von der Logik her würde ich sagen, das wird nie wirklich gehen. Ne? Ja, wir arbeiten mit RAL-Farben deswegen. Also ja. Mit RAL-Nummern. So sieht unsere Lage. Nein, das ist eine schwierige Frage, weil ich bin halt so ehrlich, ich mache das seit jetzt, also der Chef bin ich jetzt seit einem Jahr. Machen tue ich es seit 2 Jahren. Um diese Frage zu beantworten, müsste man den Herrn Ender fragen, weil er hat das Ganze entwickelt. Das ist, sage ich mal, jetzt, wie man bei uns in Bayern sagt, auf seinem Mist gewachsen. Ja, passt ja. Es ist ja auch die Frage gestellt worden, ob es dem Herrn Ender denn gut geht. Dem geht es sehr gut. Dem geht es wunderbar. Und er ist wirklich Herr Ender und er ist kein... Er ist kein Creality-Partner, er heißt einfach nur Herr Ender. Sensationell, der Name ist Programm. Ja. Ist in Zukunft auch mattes PLA geplant? Wir haben doch mattes PLA. Seht ihr, so einfach kann man das machen. Einfach mal in den Shop gehen und schauen, wo mattes PLA ist. Es gibt glänzendes, mattes. Genau. Ja. Zur Not fragt mich, ich suche den Link raus. Ja. Toni, ich glaube, wir haben jetzt mal extrem viele Fragen an dich gestellt. Die Frage, die ich noch gerne wissen möchte, ist, wo geht's hin mit Bavaria Filament? Was sind, also gibt es Ziele, wo du sagst, da will ich unbedingt in naher Zukunft hinkommen? Mhm. Oder gibt es irgendwelche kompletten neuen Sachen, die wir jetzt exklusiv hier erfahren? Ich mache schon voll den Journalisten hier. Exklusiv von nur hier. Ja, exklusiv von nur hier. Bleiben Sie dran. Ja, wo geht's denn hin? Am besten ganz nach oben. Wir schauen jetzt das mal jetzt, wie gesagt, ich. Ich bin eigentlich seit einem Jahr nur Chef. Muss man schauen, wie das Jahr jetzt zu Ende läuft. Dann planen wir natürlich, weil derzeit machen wir es jetzt mit dem Herrn Ender noch zu zweit. Ab nächstes Jahr ist geplant, dass noch 2 Leute dazukommen. Wir wollen es ein bisschen nach oben bringen, ein bisschen mehr pushen, die ganze Geschichte. Dass noch mehr Leute von uns erfahren und das auch mehr annehmen. Aber ansonsten, wie gesagt, wir machen Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Aber ich habe das Gefühl, wenn man, so wie du, ich kenne dich halt, ich habe dich jetzt doch schon ein paar Mal gesehen, mit einer derartigen Leidenschaft und einem Enthusiasmus in so eine Geschichte reingeht, dann wird irgendwann mal das Ganze jetzt, also besser, was muss besser sein? Ich drucke euer Zeug, weil ich der Meinung bin, ist geil. Ja. Also ich glaube, an den Produkten selber musst du nichts besser machen. Außer, dass du sie vielleicht in andere Farben noch produzierst oder vielleicht mal ein anderes Material. Wahrscheinlich wird für dich eher sein, dass die Arbeitszeit bei dir vielleicht auch ein bisschen weniger sein kann, weil man kennt das als Chef,
Momentan ist, Tag und Nacht, oder? Genau, momentan ist wirklich so, wie es das Wort auch sagt, selbstständig, selbst und ständig. Weil das ist kein Spaß, aber wenn wir am Freitag einen Livestream machen und ihr kauft dann über meinen Link beim Tony Filament, steht am Wochenende in der Produktion und verpackt die Sachen. Ne? Oder produziert sie sogar. Weil, ja. Die letzten zwei, drei Wochen war es auch so. Ja. Heißt das, spürst du eigentlich, du als Filamenthersteller kannst ja eigentlich ganz gut sagen, wann drucken die Menschen am meisten? Ist das in der Weihnachtszeit? Ja, das ist die kalte Jahreszeit. Da werden die Öfen angeschmissen. Da gehen die Erdbeeren. Ja. Im Sommer, was warm ist, wo die Leute im Urlaub sind, da ist wenig. Also das ist dann eher die Zeit, wo du auf Lager wahrscheinlich produzierst. Genau, wo ich auf Lager produzieren kann, wo ich Entwicklung machen kann, wo ich meine Maschinen warten kann. Ja. Jetzt in der jetzigen Zeit, in der kalten Jahreszeit, dann müssen die Maschinen hier halten, was geht. Ich aus meiner Sache möchte mich jetzt mal für das Gespräch bedanken, aber ich habe dir was mitgebracht und das machen wir jetzt einfach live aus. Leute, ich habe zwar den Mythos in die Welt gesetzt, dass ich das niemals hergebe, aber derjenige, der es produziert hat und den ich auch gerne mag, darf gerne dieses Teil auch bei sich zu stehen haben. Oh je, reiß einfach auf, das ist massiv, das ist dein Filament, das hält was aus. Diese Figur hat mir etliche schlaflose Nächte bereitet. Den Livestream habe ich gesehen. Ja, ja, ja. Du bist ja wahnsinnig, Matthias. Toni, ja, aufgrund des geilen Filaments möchte ich dir einfach nur zeigen, was man daraus machen kann. Wow. Und bei dir steht sie bestimmt ein wenig andächtiger als bei mir. Jetzt bin ich baff. Jetzt bin ich sprachlos. Kannst du zu Hause am Nachttisch stellen. Aber die Medusa darf deine sein. Jetzt stehen wir gerade wieder. Jetzt. Warte, wir drehen zu meiner Kamera. Ja, so. Ich hab die gesehen. Na, klasse, echt. Vielen Dank, Matthias. Vielen gerne, Dank. Gerne. Dir auch danke. Oh, ich schlag dich auch. Das liegt vielleicht daran. ihr werdet bestimmt einige Fragen noch haben. Wir machen das so. Schreibt unten in die Kommentare unterhalb von diesem Video einfach rein, was ihr wissen wollt. Entweder ich beantworte oder der Kiki. Oder vielleicht kann der Toni ab und zu mal drüber schauen. Und dann werden noch irgendwelche Restfragen beantwortet. Wie gesagt, es ist eine Firma, dementsprechend gibt es ein paar Firmengeheimnisse, die wir einfach nicht ausplappern wollen. Und mir bleibt noch zu sagen, Toni, ich finde es geil, was du machst. Danke dir. Mal hoch die Tassen und hiermit beenden wir diesen V-Blog mit den Worten Peace, Love and Bavaria. Schweighofer. Kiki, Toni and out.